Ashley Green, so reagiert sie Hugans Abfuhr. Sein unhöfliches Verhalten lässt sie offenbar kalt. Ashley Green, 35, hat auf das Interview im Vorfeld der Oscarverleihung reagiert. Dass sie mit Hugh Grant, 62, führte. Das kurze Gespräch ist inzwischen zum Hit im Netz geworden. Im Gegensatz zu ihrem Gesprächspartner hatte die 35-Jährige anschließend eine gute Antwort parat. Als sie gefragt wurde, ob sie die kühle Reaktion des Schauspielers gekränkt hätte. Wissen Sie was, meine Mama hat mir gesagt, ich solle Menschen mit Freundlichkeit killen. Da haben Sie es, sagte Graham dem Promi-Portal TMZ. Mehr hatte das Model nicht zu Hugh Grant zu sagen. Graham erklärte allerdings noch, dass sie eine sehr gute Zeit hatte, als sie für den Sender ABC mehrere Hollywood-Stars auf dem roten Teppich vor der Oscar-Verleihung interviewte. Für Hugh Grant gab es online heftige Reaktionen für seine lieblosen Antworten auf Grahams Fragen. In dem Clip zu dem Interview sieht man den Schauspieler mit den Händen in den Hüften auf dem roten Teppich stehend. Was gefällt Ihnen am besten daran, zu den Oscars zu kommen, fragt ihn Graham. Nach 7 Sekunden Schweigen und Rumdrücken kommt nicht sehr viel mehr von ihm als, es ist faszinierend. Ob er jemandem bestimmten die Daumen drücke bei der Oscarverleihung, fragt das Model anschließend, niemand bestimmten, lautet die Antwort. Als Ashley Graham das Thema auf das Outfit von Hugh Grant lenken will, erklärt dieser. Er trage nur meinen Anzug. Ob es Spaß gemacht habe, im Film Glass Onion mitzuspielen. Will eine immer noch gut gelaunt wirkende Graham dann wissen, ich war kaum darin zu sehen. Nur 3 Sekunden, lautete Gans Antwort. Aber hatten sie Spaß dabei, hakt sie nach. Er erwidert, fast. Anführungszeichen. In den Kommentaren zu dem Clip wird Hugh Grant in den sozialen Medien unter anderem als mürrisch und unhöflich bezeichnet. Aber es gibt auch Unterstützung für den britischen Filmstar. Die sehen in seinen Antworten eher Unbeholfenheit oder einfach seine Abneigung gegen die Glamour-Welt. Und der Oscar für den Typen, der absolut nicht dabei sein will, geht an Hugh Grant, twitterte ein User. Ein anderer Kommentar lautet, hat jemand das Augenrollen von Hugh Grant nach diesem Live-Oscar-Interview bemerkt? War er sauer, dass sie ihn einen Veteranen der Oscars nannte, oder war er einfach nur sauer auf die Welt? Grant selbst hat noch nicht verraten, was hinter seinem Auftritt steckte. Și zici că stăm fort, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort. Rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știa aici un miscol. De când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hipa prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare spre cer și dau jos carul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că